Das sieht aber alles sehr merkwürdig aus. Das sieht aus irgendwie wie so eine... Testsubjekt ist gefährlich. Bitte Quarantäne-Vorschriften befolgen. Was für ein Testsubjekt? Nein. Ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Sally? Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Sie haben da oben was eingesperrt? Hat er gesagt, was? Testsubjekt Morphologie. Ein Jahr, fünf Jahre, elf Jahre, 17 Jahre. Eieieiei. So viel zum Thema Idioten. War doch klar, dass sie wieder irgendwas geforscht haben. Die Frage ist nur was. Herzlich willkommen im Phantasialand, im Mystery Castle. Transponse Nummer 2, Nummer 1, Nummer 3. Alter. Solange ich nicht weiß, wofür diese Hebel sind, werde ich diese Hebel noch nicht betätigen. Vielleicht doch. Komm, nur mal gucken. Komm, nur einmal gucken. Komm, wir nehmen mal den ersten Hebel, was dann passiert. Ach, da kannst du die Farbe ändern. Mit 4 Jahren Farbe? Hä? Okay. Okay. Das letzte war irgendwie Reinigung, so wie das aussah. Weil die Flagge wurde auf einmal gereinigt. Danger! So, was steht da? Felge, so follow the Quarantäne Protokoll. Okay, man... Das Quarantäneprotokoll soll man befolgen. Alter, bin ich jetzt hier bei Outlast oder was? Guck mal hier, Outlast. Guck mal, Kamera. Willkommen bei Outlast 3. Mr. Thompson, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, da passiert irgendwas. Was? Was geht denn hier ab? Was geht denn bitte hier ab? Die beobachten Sie. Ja, ja. Ich frage mich nur... Die werden Sie ja wahrscheinlich nicht nur beobachten, sondern wahrscheinlich auch irgendwas mit dir anstellen. Die Frage ist nur was? Vor allem, wieso gehen die ganze Zeit die Leitung hier durch? Ui. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Was passiert denn da? Ist das eine Tür? Irgendwas notiert sie da auf der Tafel, oder?
guck mal, der Eiffelturm. Lol. Wann spielt denn das Spiel? Ja, ich werde auch die DLCs spielen. Na klar. Wenn dann volles Programm, werde ich auch aufnehmen für YouTube. Also für dich, der gerade die Folge guckt. Na, kannst dich schon mal darauf freuen, die DLCs werde ich auch spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Ich denke mal zwei oder so, oder keine Ahnung. Aber jetzt sind wir ja erstmal im Hauptspiel und müssen das jetzt erstmal gucken, dass wir hier erstmal rausfinden, was hier los ist. Oh Gott. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Tumore? Ist er krank? Weil er gerade was sagte von Tumoren. Und das sind alles hier so Soundmembranen. Alter Schwede. Alter Falter, ey. Hier schon mal so eine Linie. So betätige ich auch immer den Lift-Knopf, wenn ich irgendwo im Fahrstuhl bin. Was? Wo sind wir denn jetzt? Testsubjektbeobachtung. Testsubjekt-Tracker aktivieren. Hä? Nein! Nein, was? Oh, warte mal. Nein! Ich kann den Hebel nicht mehr... Nein! Oh, wie gemein! Kann ich das nochmal laden? Am Kontrollpunkt neu starten. Ich mach das mal. Ja, ja, ja. Nein! Jetzt sag mir nicht... Oh, wie mies, dass man da nicht mehr zurückkommt. Dass man den Hebel nicht betätigen kann. Ich lade das nochmal eben, entschuldigt bitte. Ich, das ist ja doof. Ah, Gott sei Dank. Huha. Warte mal. Ah. Was? Das ist ein Zimmer von ihr wahrscheinlich. Ach, haben sie hier beobachtet? Was hat die denn da geschrieben? Was ist denn das? 1 bis 26 und A bis Z. Ach so. Das ist irgendwie... Well done, the example phrase has been... Okay. Ach krass. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Umkleideraum, okay. Was eine Geräuschkulisse. Krass. Es ist sie. Sie ist wunderschön.
Guck mal, schon wieder der Eiffelturm. Was hat das mit dem Eiffelturm zu tun? Will sie dahin vielleicht? Dining Room. Aber wir sind ja schon so nah an unserem Ziel. Ist das Spiel schon zu Ende? Was war das? Das Spiel kann doch nicht schon zu Ende sein. Das wäre... Ich glaube nicht. So, das war Bioshock Infinite und tschüss dann, ne? So. Hallo, Freunde. Huch. Da plöppt sie auf. Guck mal, was für komische Zeichnung sie da oben hat. Oh! Was ist... What the fuck? Oh Mann. Was? Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. What the fuck? Was ist denn da los? Alter. Das sah aus wie ein Portal. Naja, ich finde ihn interessant. Ich weiß ja nicht, wie du siehst, aber gut, Booker. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Da stand irgendwas von kannst du im Menü nachlesen? Warte mal, die Voxe Wohnvorschriften. Ich schau nochmal eben kurz, weitere Kräfte, Voxophon. Ach, hier. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Hallo? Aber wo kommt sie her? Und... Aber wenn die doch von Universum reden, existiert Columbia vielleicht gar nicht? Weil wir hatten ja auch schon so eine komische Vision irgendwie, wo wir in so einem Büro sitzen, aber wir wurden ja hier hingeschickt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo das hingeht. Hallo? Ich komme mir gerade vor wie so ein kleiner Spanner, ey. Das ist so... Kann ich das... Hier... Achso. Bibliothek. Bibliothek. Okay, dann gucken wir mal. Na gut, ich möchte noch nicht irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Ich mutmaße ja immer gerne. Aber wir schauen mal. Wow. Heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich schaff das. What the fuck? Ach du Scheiße, wir sind an der Tour. Ach du Scheiße. Das ist mal ein Ausblick. Was? Wow. Hey. Hör auf damit! Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tue dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier Gehen rausholen. Gehen Sie weg! Ziemlich echt sogar. Nein. Ich bin der Flex und... Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Geben Sie das her.
Wie geil das einfach ist. Oh, geben Sie es einfach her. Was ist das für komische Geräusche? So kommen wir raus. Alter. Was? Ja, ich gebe mir Mühe. Oh, 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 oh. Dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Was wollen Sie hier? Was ist denn hier los? Alles geht irgendwie zum Bruch. Ich habe keine Ahnung warum. Hier lang, kommen Sie. Hallo. Alter. Oh. Was? Was? Oh Gott. Wieso habe ich jetzt meine Knarre? Hol den Aufzug. Wieso? Was ist das? Drück den Knopf. Was ist denn hier los? Sie haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. What the fuck? Alter! Muss ich jetzt vorgehen? Genau, wir haben keine Zeit dafür. Los, wir müssen hier raus! Raus, 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 raus! Alter, was ist das denn für ein Dingen? Becker, lass mich mal. Genau, lass mich mal machen. Rauf? Wieso rauf? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin noch gar nicht bereit für sowas. Ich habe doch gerade erst angefangen zu spielen. What the fuck? Ach du Scheiße. What the fuck? Wow. Nein! Wow! Alter! Alter! Oh nein! Oh nein! Was? Was geht hier ab? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Alter, was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Anna. Anna? Wer ist Anna? Who the fuck is Anna? Ich soll das Mädchen alles sagen, was es hören will, solange sie nur mitkommt.
Da oben steht Booker DeWitt, guck mal da oben. Birth 19.04.8. Irgendwas mit... Hallo. Oh, die ist voll hübsch. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Wie sie guckt. Moment. Wie sie guckt. Voll geil. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Was? Wasser? Wo ist Strand? Sie? Hä? Finde Elisabeth. Alter. Hübsche Bademode. Klar, sicher, die haben ja auch einen Strand. Natürlich. Warum denn nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, halt. Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare. Blaue Augen. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Nee, lass mal lieber. Deine Bademode ist jetzt gerade nicht so fresh. So. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Vollidioten.